Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Heute geht es in dem Web Composer um die Objektbearbeitung. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Arten von Objekten. Habe ich ja im ersten Video schon ganz kurz angerissen. Einmal gibt es einfach nur Farbobjekten, wo einfach nur Farbtupfer hinterlegt sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Grafikobjekten. So, wie schaut es aus, wenn ich ein Grafikobjekt bearbeiten möchte? Wenn ich einfach hergehe und sage, hier das Industriesymbol, das gefällt mir nicht so ganz, ich möchte ein anderes haben halt. Doppelklick auf Industriesymbol, und dann interessiert uns eigentlich nur dieser Eintrag hier, Icon. Und zwar bezieht dann Map Composer eine PNG-Datei aus diesem Pfad. Das legt Map Composer selbst an. Könnte man theoretisch noch verändern den Pfad, aber das würde ich erstmal so lassen, wie es ist. Und zwar in dem Pfad Map Composer Icons. Da sind alle Icons drin. Das können wir ja mal ganz kurz öffnen. Jetzt hier wieder schließen. So, man öffnet wieder den Dateibrowser seiner Wahl. Geht in den Pfad hinein. Icons. Dann schauen wir uns mal die Icons an. Hier wären quasi alle Icons hinterlegt, ja, die standardgemäß im Map-Composer enthalten sind. So, wir haben jetzt gesagt, das Arial Industrie gefällt uns nicht, das wollen wir bearbeiten. So, womit bearbeitet man das? Ja, mit dem Bildbearbeitungsprogramm. Also, ich benutze dazu immer MT-Paint. Das könnt ihr auch ganz einfach über die Konsole nachinstallieren. Über den Befehl sudo apt install mt paint, genau, mt paint. Das machen wir mal eben. Ich meine, das wäre schon installiert. Ja, ist schon installiert, die Version 3.40-3. Kann ich dementsprechend dann ganz einfach hier aufrufen. Es ist ein ganz schlichtes, einfaches Programm. Das reicht auch für die einfache Grafik. Und damit werde ich die Icons jetzt bearbeiten. In dem Fall ganz einfach per Rechtsklick, öffne mit MT Paint. Jetzt zoome ich das ein wenig rein. So würde das jetzt in groß aussehen. Und ich bin der Meinung, nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte das einfach dunkler haben, weil Industriegebiet ist ein böses Gebiet. Da fahre ich nur ungern entlang. Wie auch immer, ich möchte das einfach dunkler haben, sage ich mal. Ne? Machen wir einfach mal. Ups, kann man hier noch rückgängig machen. Und ich möchte auch, dass hier eine Wolke ist. So, dann kann ich, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann hinterlege ich das einfach als eine zweite Grafik. Dann speichern als Industrial, nennen wir das mal Industrial 2. So, und dann wähle ich dementsprechend das neue Symbol aus. Arial Industrie 2, okay, und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier ein neues Icon. Ja, und jetzt sage ich natürlich, oh, das ist wunderschön, das gefällt mir. Es ist in dem Fall vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber ist einfach nur ein Beispiel. Und so könnt ihr es jetzt mit jedem Icon machen. Zum Beispiel Nadelwald und Laubwald, das ist mir einfach viel zu hell. Weil ich möchte eine Desktop-Karte haben, dann möchte ich das alles schön dunkel haben. Weil mir es halt eben so gefällt. Machen wir nochmal so ein, zwei Symbole, damit man auch die Auswirkungen auf der Karte sehen kann.
So, und damit hätte ich schon einige Flächen-Icons jetzt schon bearbeitet und nach meinen Wünschen dementsprechend optimiert. Und das gleiche kann ich jetzt auch mit Pios machen, wie zum Beispiel die Bank, ist ein schöner Klassiker bei mir. Die ist mir definitiv viel zu klein und auch viel zu hell. So, dann kann man jetzt hier die Bildgröße verändern. Indem man jetzt zum Beispiel hier drauf geht und sagt, Zeichenfläche anpassen. Ja, soll oder beziehungsweise alt wäre 10 mal 4 und ich gehe einfach her und sage, ach, die Bank, die soll richtig groß sein. Die machen wir mal, ja, 16 mal 6 als Beispiel. So, und jetzt möchte ich die ganz gerne noch so ein bisschen so weiß umranden, damit die richtig schön zur Geltung kommt. Und ich bin der Meinung, ach, eigentlich sollte das noch weiß umrandet sein. Vielleicht in etwa so. Und sage dann, ich mache da noch einen weißen Rand rum. Das war jetzt ein schwarzer Rand. So, ich werde jetzt hier noch ein paar Icons erstellen, beziehungsweise ein paar Icons bearbeiten, ein bisschen größer machen, dass man hier auf der Karte besser erkennen kann und nach meinen Wünschen dementsprechend ein wenig anpassen. Da klicke ich wie auf alle Pios, Kartenobjekte und die Icons, die ich jetzt verändert habe, wie zum Beispiel jetzt hier die Hütte, einmal ganz kurz bestätigen, damit die Größe quasi angenommen wird. Jetzt seht ihr jetzt hier noch, hier wäre noch die alte Bank, sage ich mal. Dann müsst ihr die einmal nochmal neu auswählen. Genau, ich habe die ja umbenannt in Bench 2. Einmal ganz kurz auswählen, anklicken und bam, jetzt seht ihr hier, jetzt ist aus der braunen Bank eine schwarze Bank geworden. Gut. Aber wie verhält es sich mit Flächen, die es noch gar nicht gibt in der Zeichnung? Ich möchte zum Beispiel ganz gerne, dass Acker angezeigt wird und unter den Flächen gibt es kein Acker. Also will ich das neu kreieren. Also kreiere ich ein neues Kartenobjekt. Nur da muss man darauf achten, dass man die ID-Nummer nimmt, die noch nicht vergeben sind. Um auf ganz Nummer sicher zu gehen, nehme ich meine ID-Nummer, die ich nicht mehr benötige. Also quasi irgendwelche Zeichen, zum Beispiel Wanderzeichen, die brauche ich alle nicht. Die ganzen IDs kann ich alle individuell bearbeiten. Ich nehme mal jetzt irgendwas, blauen Balken, und sage ihm einfach, du wirst kein blauer Balken, du wirst ein Acker. Und ein Acker ist ja kein Punkt, sondern ist ein Polygon, also eine Fläche. Gamma-Bedeutung, gut, das kann man glaube ich nicht ändern. Das müssen wir jetzt einfach jetzt so hinnehmen. Und entweder hat man jetzt wieder die Wahl, eine Grafik zu nehmen, aber ich mache es mir ganz einfach und sage, du bist eine Fläche und du heißt immer noch Acker. Ja, dann bekommst du irgendeine schöne, grelle Farbe. Irgendwas so ganz krass auffällt. So zum Beispiel. Und sagt dann okay. Jetzt habe ich ein Objekt kreiert mit dem Namen Acker und der Farbe Orange. Den Namen kann ich, meine ich, jetzt hier nicht ändern. Das tut aber jetzt nicht weh. Und dann gehe ich in die Renderregel. Stopp. Ich wähle jetzt hier erstmal auf Fläche. Renderregel. So, und kann jetzt hier per Rechtsklick eine neue Renderregel eintragen. Und dann sage ich ihm, wie heißt denn der Tag? Wenn man das nicht weiß, wie der Tag für Acker heißt, dann geht man einfach ins OSM-Wiki. Hier Wiki, osm.org. Und in dem Fall bin ich jetzt hier sogar richtig bei Land Use gleich Farmland wäre zum Beispiel Ackerland. Also müssen wir das kreieren. Land Use gleich nicht Acker, Farmland.
So, wenn dieser Tag kommt, welches Kartenobjekt brauchen wir? Stopp, ich muss jetzt hier auch auf Polygon stellen, sonst finde ich das nämlich nicht. Und dann haben wir hier oben alphabetisch geordnet Acker. Beim Leer, da orientiere ich mich ungefähr so an den anderen Symbolen. Acker passt ungefähr so zur Ebene, sage ich einfach mal Nadelwald. Nadelwald hätte jetzt in dem Fall, hier sieht man es, large, details. Genau da würde ich das ungefähr so zuordnen. Was das genau im Einzelnen noch bewirkt, dass also praktisch, man ordnet das einer Gruppe zu. So muss man sich ungefähr vorstellen. Und ich ordne jetzt das der Gruppe Land Use Details meinetwegen zu. Das kann man hinterher auch jederzeit nochmal ändern. Und sage ihn anlegen. Aber jetzt habe ich im Wiki gelesen, es gibt auch Land Use gleich Farm Yard und Land Use gleich Farm Land. Also ich muss beide erstellen. Ich glaube, man kann das auch über die Setzung machen oder man fasst hier wirklich, ist das jetzt auch über die Renderregel. Nein, das war jetzt falsch. Neuer Eintrag wieder. Polygon Land Use gleich Farm Yard. Sag ihm auch wieder Acker. Land Use Large. Passt auch. Anlegen. Zack. Gut. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben zwei neue Flächen kreiert mit neuen Tags. Und ich habe einige Symbole bearbeitet. Genau, da habe ich quasi jetzt ja nur die Grafik ein wenig verändert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze auch funktioniert. Jetzt machen wir mal wieder einen Lauf. Region passt auch wieder. Immer, passt auch mit Schummerung. Okay. Und dann kann ich eigentlich Logfenster noch einblenden. Hier mache ich mal Clear. Das ist noch vom letzten Lauf. Die Meldung. Ah, stopp. Ich muss die Ersetzung, muss ich ja noch einmal ändern. Und zwar hatte ich ja beim ersten Lauf etliche Fehlermeldungen. Die möchte ich jetzt ganz gerne weghaben. Ich öffne jetzt die Ersetzungen und mache alles weg, was eine Fehlermeldung verursacht. Die tut zwar im Endeffekt nicht weh, die Fehlermeldung, aber ich meine, bremst den ganzen Prozess auch ein wenig beim Kreieren aus. Und deswegen schaue ich erstmal, wo kann ich den Haken wegnehmen. Zum Beispiel Sackgassen markieren. Da sitzt eine Renderregel hinter. Icon einblenden. Das Icon haben wir ja nicht mehr. Also weg. Und dann war das mit den Reitwegen. Verbotene Reitwege anzeigen. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich. Reitwege anzeigen brauche ich nicht. Beziehungsweise eventuell Reitwege anzeigen. Und dann müsste es, meine ich, noch einen Eintrag geben. Nee, ich glaube, das war's. Was könnten wir noch wegmachen? Zum Beispiel hier Rettungspunkte benennen. Das mache ich auch mal weg. Das sind alles unnötig Texte, die eigentlich nur stören. So, jetzt dürfte eigentlich keine Fehlermeldung mehr kommen. Aber das werden wir jetzt ja gleich sehen. Hier schaue ich nochmal eben nach. Aus, immer. Passt Image habe ich. Das ist markiert. Yippie-yay. Und los geht's. Ah, da habe ich eins vergessen. Ersetzung Reitwege zeigen nicht aktiv. Ja, da können wir jetzt nochmal gucken. Irgendwo habe ich einen Haken vergessen. Ah, hier habe ich einen Haken vergessen wegzumachen. Und ne, hier wäre nur Reitwege. Hier wird ein Overlay erzeugt. Das tut jetzt nicht weh. Das können wir euch erstmal so lassen. Und beim nächsten Lauf wäre dann auch diese Fehlermeldung weg. Aber man sieht schon, ich bin jetzt hier von 4 oder 5 Fehlermeldungen auf einen habe ich das Ganze jetzt schon reduziert. Und das ist auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Ich kann meinen Rechner hier nochmal auf Power stellen.
So, und ich habe jetzt nochmal einen Lauf gestartet, damit ihr seht, dass die Fehlermeldung auch wirklich weg ist. Einfach nochmal neu gestartet. Die eine Minute Zeit, die nehme ich mir jetzt noch. So, ja, und damit wäre der Lauf auch durch. Und wie man sieht, sieht man nichts, nämlich keine einzige Fehlermeldung. So finde ich es am schönsten. Das gehen wir wieder in unseren Ordner hinein. Und hier haben wir unsere Gmap-Subdatei. Die können wir euch umbenennen, in zum Beispiel in Hard3. Schneide ich aus und packe die in mein allgemeines Verzeichnis. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das, was ich kreiert habe, auch wirklich in der Tat funktioniert. QMap Check einmal wieder öffnen. So, dann werde ich mal jetzt die Hard3 aktivieren. Und wie man sieht man es ganz schön, dass die Häuser schon ein wenig, die Hütten ein wenig größer sind. Sind gut zu erkennen. Und jetzt ist mit dem neuen Kontrast ist auch gut zu erkennen, dass dass die Mountainbike-Route besser hervorgestochen wird. Ist wirklich wunderbar zu erkennen. Ich kann auch mal den Vergleich machen. Zur Originaldatei sieht man fast gar nicht. Also ist eigentlich nicht ablesbar. Und mit den neuen Einstellungen perfekt. Und das Orangene wären alles unsere Ackerflächen. Ist nicht gerade besonders schön. Keine Frage. Aber das soll jetzt auch einfach nur mal demonstrieren, was alles möglich ist. Hier sind die neuen Industriesymbole. Die sind natürlich nicht ganz so schön geworden. So wäre das im Original. Dann gefällt mir das Original natürlich schon ein wenig besser, gebe ich ja zu. Ne? Aber so kann man natürlich Step by Step die Karte nach seinem Geschmack, nach seinem persönlichen Geschmack anpassen. Und natürlich auch nach seinen persönlichen Einsatzzwecken. So, das soll es an der Stelle auch mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ja, und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!